بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Freundinnen und Freunde, diese islamische Botschaft von heute ist aus einem schönen, netten, kleinen Land in Afrika namens Guinea-Bissau. In dieser Aktivität treffe ich Dutzende von Imame, um eine sehr wichtige Sache gemeinsam zu besprechen und zu erörtern. Und das ist der Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung, aber auch die Erklärung, dass dies weder mit dem Koran noch mit dem As-Sunnah As-Sahiha, die richtigen Ahadith, Aussagen des Propheten, etwas zu tun hat. In diesem Bereich müssen wir theologisch, gesellschaftlich, kulturell, politisch und rechtlich gehen, heute vor morgen, um eine Abschaffung dieses Verbrechens zu erreichen, heute vor morgen. Ich freue mich sehr, dass die Imame sehr engagiert sind. Wir hatten viel Zeit, mit denen zu bereden, und all diese Argumente in den schwachen Hadithen, Hadith Mu'tiyah und Hadith Makr und Hadith, die ungefähr ein Andeutung für Unwissenden, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Friede sei mit ihm, das bewilligt hätte. Dieses Verbrechen ist in der islamischen Religion in keinster Weise gerechtfertigt. Und der Beweis ist, dass wir es weder in Saudi-Arabien, noch in den Golfländern, noch in Syrien, Palästina, Jordanien, Libanon, Irak es finden. Daher müssen wir schauen, dass wir diese Erbe, die in keinster Weise eine Rechtfertigung heute hat, medizinisch und gesellschaftlich auch abzuschaffen ist. Ich hoffe und wünsche ich mir, dass diese Imame-Konferenz heute in Guinea-Bissau, vorher die Konferenzen in Kairo, in Äthiopien, aber auch in Guinea-Bissau 2012 ihre Früchte tragen werden, mit der Hoffnung und mit dem Traum, dass diese Abschaffung noch in diesem Jahrzehnt auch erreicht werden kann, dass wir gemeinsam 2020 ein Afrika und eine Welt ohne FGM erleben werden. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir sind jetzt mit Sheikh Malam Jassi. Er ist ein Verantwortlicher im obersten Rat der islamischen Gemeinde in Bissau. Und er ist einer unserer besten Gesprächspartner im Kampf gegen FGM. Die Frage ist, was war das Wichtigste für dich, Imam Jassi? Das Wichtigste war für mich, dass ich sehr viel an theologischen Beweisen habe. Diese starke islamische Beweise gegen weibliche Genitalverstümmelung. Wir sagen, Alhamdulillah, Gott sei Dank, wir haben jetzt ein Instrument, wie wir FGM bekämpfen können, damit wir in Bissau es in den nächsten Jahren, inshallah, abschaffen. Ich wünsche mir, dass binnen 3 Jahren abgeschafft wird. Die nächste Frage. Glaubst du nicht, dass es möglich ist, gerade weil Guinea-Bissau kleines Land ist, dass Guinea-Bissau das erste Land in Afrika sein könnte, die dieses Verbrechen gegen die Frau abschafft? Die Antwort: Ich hoffe, unsere Imame wollen unbedingt diese Abschaffung erreichen, gerade die in diesem Workshop und in dieser Konferenz mit uns waren. Sie wollen diese Botschaft überall in Guinea-Bissau zeigen, in ihren Dörfern und ihren Plätzen. Mit dieser Arbeit und mit dieser Bemühungen werden wir es abschaffen, bald. Frage: Welche Schwierigkeiten habt ihr in diesem Kampf? Antwort: Wir leiden unter Unwissen. Die Leute
haben kein islamisches Wissen. Sie haben auch nicht die arabische Sprache. Aber wir sehen es, wir haben jetzt unsere Beweise und wir können auch mit diesen Menschen, auch mit den normalen Menschen reden, dass das mit dem Islam nichts zu tun hat.